Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren. Hier ist wieder der McDudson und wir spielen wieder Mario Kart 64 auf der namensgebenden Konsole Nintendo 64. Nachdem wir die letzten beiden Teile jetzt schon den Mushroom Cup und den Flower Cup gnadenlos den NPCs die Hosen ausgezogen haben. Und jetzt der Star Cup. Let's do this. Wieder als Bowser, natürlich. Rein aus Kulanz, wobei ich langsam der Meinung bin, vielleicht soll ich jemand anders nehmen, ich weiß nicht. Egal, let's. Und es geht wieder bewegenlos mit einer, ja. Boing. Session. Naja, man hat immer das Problem, nach einer aufreibenden Session Call of Duty ist so ein 64-Spiel natürlich ein ganz anderes Kaliber, was Empfindlichkeit und Sachverstand angeht, aber ein Blitz bleibt wie hier in Call of Duty, als auch hier ein Blitz. Er macht Gegner klein. Ja, das machen Blitze. Punkt. Ende der Diskussion. Die Tatsache, dass ich erster bin, unterstreicht mein Argument noch zusätzlich. Ich bin auch gespannt, ob ich es schaffen kann, hier diesen Cup zu fahren, nebenbei meinen Kaffee auszutrinken und das alles, bevor das Ding auch noch kalt wird. Leider steht ja genau der auf der Hand, mit der ich die A-Taste und somit auch das Gas betätige. Na gut. Oh ja, okay, wir spielen Wario's Raceway Stadium, irgend sowas. Wario's irgendwas. Wario's Stadium, Wario's Stadium. Ja, das ist cool, weil das ist hier ein Stadion und da schaut uns ein ganzer Haufen Leute zu. Und Wario kann sich mal wieder die Hose leisten hier, der frage ich mich. Der ist ja Geld verdient. Nachdem ich jetzt mittlerweile auch schon Mario Kart Double Dash gespielt habe und ja auch Mario Kart 7, da will der doch auf. Ha, die tippen mal über die dickesten Hosen an, was die Stadien sind. Also die Strecken angeht, weil es immer irgendwelche fetten Stadien sind. Da frage ich mich auf kurz oder lang, wo kriegen die ihre Kohle her? Ich meine, Mario, die macht ja eigentlich keiner. Also ich meine, Fans der Serie mögen Mario, aber Mario oder Mushroom Kingdom. Ist er ja nicht so beliebt, weil es ja der böse Bube Mario Klon Doppelgänger ist. Und auch immer noch keiner so weiß. Das eigentlich. Könnte man viel eher davon ausgehen, dass Wario der Bruder von Mario ist als Luigi. Wobei die Ähnlichkeit bei den beiden nicht so verblüffend ist wie bei Mario. Was mich auf ein anderes Thema zu bringen, Waluigi. Ich meine, was soll das? Muss da bei Nintendo wirklich so gar Geld gespart werden? Waluigi? Waluigi? Was soll das? Macht keinen Sinn. Wario heißt Wario, weil es sich ganz ähnlich anhört wie Mario, aber genau das Gegenteil, weil W ist ja ein umgedrehtes M, deswegen Wario. Das macht Sinn, weil es ist Ende der. Ja, okay. Aber. Ist es Far, das allgemeine Nintendo-Buchstaben-Süppchen? Halt. Ha! Wow! Okay. Ist es Far, das allgemeine Namensbuchstaben-Süppchen bei Nintendo für böse? Für Gegenteil? Für hässlich? Man weiß es nicht. Man weiß es wirklich nicht. Mal sehen, ob es Yoshi es noch drüber schafft. Ja, er schafft's auch schon. Das wäre jetzt natürlich noch der Joke ever gewesen, wenn ich den jetzt davor abballere, er nicht mehr drüber kommt und ich dann absolut den Bot. Aber ich glaube, das fehlt ja auch nicht mehr, weil es am Ende versuche ich mal einen Kaffeeschluss. Euer Tollhänger und euer. Da Yoshi, der fährt extra in Bananen, weil er so fair ist, weil er sich denkt, ha, der muss seinen Kaffee trinken, dem pfuschen wir jetzt nicht rein. Send von dir, Yoshi. Glaub nicht, dass ich dich deswegen schone, du Wurst. Fährt er so und so noch in irgendwelche Bananen rein. Bananas. Banane! Oh yes. Also für sich ist die Strecke ziemlich cool und mir gefällt auch der Soundtrack, weil das derselbe Soundtrack ist ja wie bei Luigi's Pistol, der mir im Allgemeinen ganz gut gefällt.
Aber, und auch das Steckendesign ist cool. Es ist echt lustig, weil das so richtig breit gefächert ist ja, also großteils. Die Strecke ist immer breit, immer offen. Das wäre viel cooler, wenn man die blöde Strecke nicht nur zu 8 fahren würde. Das heißt, die Strecke hier, die wäre auf, keine Ahnung, so 30 Leute Races ausgelegt. Aber hallo, das wäre richtig tight. Aber da wundert mich auch, dass die den... Weil Nintendo hat ja auch so die Angewohnheit, dass es das wiederverwerten, recyceln, hat ja keiner was dagegen. Ja? Ich meine, ob ich jetzt sage, ich nehme hier wie bei Mario Kart 64 oder wie bei Mario Kart Double Dash, ob ich da jetzt 5 Cups reinmache und das sind alles neue Strecken oder 4 Cups wie in dem Fall hier, oder die machen es wie auf bei 7 oder Mario Kart 8, glaube ich, gibt es auch, und auch bei Mario Kart für die Wii. Wo einfach mal eiskalt. Er verpisst dich, Yoshi. Nein! Ich werde mal das Licht. Getcha. Dann machen die auch noch 4 extra Strecken dazu, die alle in HD aufgearbeitete Oldies. Das ist richtig cool. Da labert dir auch keiner einen Sack an, dass du sagst, die recyceln ja die Hälfte von der Strecke. Ja, Gratulation, vielleicht ist zwar so, aber wenn die es nicht machen würden, dann hättest du wie früher nur 4 Cups und dann bist du ruckizucki durch und dann wäre das Flatter da wieder groß. Und deswegen sage ich, Nintendo. Seitdem ich herausgefunden habe, dass man den Scud-Stecker für den Nintendo GameCube, den Super Nintendo und den Nintendo 64 benutzen kann. Respekt. Fetter Respekt. Vielleicht tue ich den nächstes Mal gefallen. Guck. Da gibt es ein fettes Let's Play von Mario Kart 8. Yes, das wäre doch. Wär das cool? Ich denke, das wäre cool. Yoshi, denkst du auch, das wäre cool? Yoshi! Yoshi, denkst du, das wäre cool? Yoshi, sag doch was dazu! Yoshi! Wow! Naja, Yoshi, du bist nicht cool. Ah! Yeah! Like a boss! There is no fun! There is gewonnen! Der war jetzt nicht so cool, aber... Oh, Mario, komm mal her! Komm mal her, hier! Komm mal her! Oh! Schon noch den Yoshi mich vor sich hinschieben lassen. Tighter Yoshi. Tighter Yoshi. Weg hier. Oh, oh, Banana, ey, Pinguin. Dasselbe. Nur, dass das eine nicht blau ist, sondern gelb. Eine Frucht ist und damit auch kein Lebewesen. Und vielleicht auch nicht ganz so groß. Das und auch vieles mehr sind die Unterschiede zwischen einer Banane und einem Pinguin. Mario! In der letzten Runde, weißt du, du bist schon echt drauf. Sternchen oder ein Blitzchen oder gar nichts. Gar nichts, doch toll, ja, wirklich cool. Gar nichts. Oh shit, Mann. Jetzt werde ich hier Dritter, Vierter, bis Dritter. Oh nein! Damn it! Also Dritter würde ich schon noch ganz gerne werden. Ja. Weg da, Toad! Weg da! Ah, ja! Bibidi babidi babidi boobidi. It's okay, I guess. So, jetzt bin ich mit Yoshi, mit Mario. Ja, das war's. Auf Punktegleichstand. Jetzt geht's um die verdammte Wurst. Ja, so. Wario ist schon mal ausgeschaltet für die nächsten 20 bis 30 Sekunden.
Denn es hat ja irgendeinen speziellen Grund, dass wenn... Also, das ist mir früher als kleiner Bubi, ist mir das auch schon aufgefallen. Jedes Mal, wenn man Cup fährt, ja, bei Mario Kart 64, ist es so, am Anfang vom Cup, gibt es genau zwei Gegner, die dir so richtig auf die Eier gehen. So richtig, also, keine Ahnung. In dem Fall, bei mir jetzt gerade sind es Yoshi und Mario. Es sind zwei Nasenbären, die aus irgendeinem Grund schneller fahren als alle anderen. Die können ganz hinten sein, wie sie wollen. Die holen immer wieder auf. Schaut euch mal den Wario und den Donkey Kong jetzt da hinten an. Weißt du, die bleiben auf Abstand. Da heißt dann, ja, mein Pech gehabt, hier, hol einen Stern und niemand anfahrt, da bewegt schneller. Das ist richtig, das ist Fairness, das ist cool. Weißt du? Aber es gibt halt auch diese anderen zwei, diese Nemesis, diese Penisnasen. Ja, und in dem Fall ist das Mario und Yoshi. Das sind die zwei, die wo immer wieder aufholen. Die wo irgendwie nicht irgendwie sichtbar irgendwas benutzen. Und trotzdem einfach schneller fahren als du. Und das trotz Stern und Pilz und Zeug und Klump und ja, genau. Ha! Dead Skill Shot! Naja, das ist. Das fällt einmal so auf, ne? Und nur die zwei. Alle anderen Gegner lassen dich irgendwie, also wenn man halbwegs anständig fährt, lassen die einen gekonnt in Ruhe. Ja? Das ist. Ja, ich meine, man muss dazu sagen, in dem Spiel nehmen die Gegner, ich hab's im ersten, aber allerersten Kampf auch schon betont. Im allerersten Kampf habe ich es ja auch schon mal betont, dass die Gegner es hier gekonnt ablehnen. Dann sag's mir. Items herzunehmen, die zum Abschießen des Gegners gedacht sind. Sprich, blaue Panzer, rote Panzer und grüne Panzer. Sonst glaube ich, nehmen die ziemlich jedes Item her. Also Sterne nehmen sie her, Schwammerl nehmen sie her. Das sieht man zwar meistens nicht so ganz schön, aber wenn es hinten bei den Orangen rauskommt, dann weißt du, der hat sich gerade wieder was eingeschmissen. Bananen nehmen sie her, diese komischen Fragezeichenblöcke, diese falschen nehmen sie her. Ja, das nehmen sie alles her. Aber keine Panzer. Niemand weiß warum. Aber, wenn wir jetzt natürlich so weit vorliegen würde, schon wie ich, also so aus Reichweite einer werfbaren Banane, ja, dann wäre die einzige Möglichkeit, dass die mich doch erwischen, verdammter Blitz. Ja? Und dass ich Nintendo wahrscheinlich dachte, dass das A zu einfach wäre oder B ganz schön kacke, weil da müssen die Blitz um sich schmeißen. Also ich gedacht, oh, machen wir es halt das gute alte Aufholsystem, übertreiben die ganze Chose noch ein bisschen. Ja! Oh, no. No way, you little bitch-tart. Vitamin C! Staune! Nein! I can't not lose! Oh, das war's. Zweiter! Zumindest! Da geht's jetzt richtig um die Wurst. Denn jetzt liegt Mario vorne und das ist nicht gut. Jetzt muss ich Erster werden oder zumindest vor ihm nächste Runde. Oh, das wird hart. Oh, das wird. Aber ich wäre nicht der gute McDuds, wenn ich das auch noch hinbekommen würde. Keine 2 Minuten für die nächste Strecke. Das wird nicht hinhauen. Entweder schneit das ein bisschen oder ich warte bis zum 15. oder. Ich glaube, ich bisschen nutzt da wieder. Okay. Now it's on. You and me, Mario. Und höchstwahrscheinlich auch noch Yoshi. Weil der immer meinte, müsste seinen Senf dazugeben. Und aus irgendeinem Grund, dass fast jedes Mal, wenn man das den 150er Cup fährt und nicht gerade Yoshi ist, geht einem Yoshi immer auf die Eier. Oh, 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 oh. Aua. Aua. Weg mit dir, Toad. Out the... Move, bitch. Get out the way. Get out the way, idiot. Oh ja, Mario, komm, bleib da. Das wäre cool, das wäre sehr sweet. Aber nein, tut er nicht. Schaut euch mal. Guck, jetzt achtet mal. Okay, jetzt gerade das Blöde. Oh, Alter, voll Arsch. Richtig voll Arsch. Oh nein, nein, Toad, nicht. Aber jetzt könnt ihr euch noch, jetzt habt ihr gleich nochmal die Gelegenheit. Guckt euch mal bitte den Mario an, wie der im Vergleich zu Donkey Kong und Mario sich sein. Nicht mal. Not my fucking round. Wie
sie jetzt in der Vergleich zu den anderen hier voll den Weg durchbahnen. Und der nimmt keine sichtbaren Mittel her. Also, Schwammerl würde das Bild sehen. Was jetzt dann? Alter, Alter! Also, das. Die Route geht aber gerade gar nicht. Zu Not fahre ich dann nochmal, ne? Hilft alles nix. Oh, weg mit dir, Luigi. Bin mir aber echt gerade nicht ganz sicher. Wenn ich Vierter werde, glaube ich, muss ich dann nicht nochmal fahren. Und wenn ich das richtig gemattet habe, wie so selten, wie so oft. Da muss ich eigentlich nur... Nein! Nein! Ei! Da muss ich eigentlich nur vor Mario ins Ziel kommen und hab dann trotzdem gewonnen. Sofern ich halt nicht die Strecke nochmal fahren muss. Ah! Au! Nein! Nein! Das komplette Rennen hat sich in zwei Lager aufgeteilt. Lager Nummer Uno ist schon fast wieder im Ziel und ich düppel hier mit Mario rum. Ah, das ist übel. Oh, um es mit den Worten von diesem komischen Call of Duty Fritzen zu sagen. Das schaffen wir. Jetzt ist lieber weit. Jetzt noch irgendein Item, womit ich ihn... Oder kein Item. Wir machen es auf die Hardcore-Methode. Klar, warum auch nicht. Ja, 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 ja! Und ich muss es nie nochmal fahren. Jawohl, jawohl, okay. Status-Update, mein Kaffee ist mittlerweile kalt. Und es ist... Es kam, wie es kommen musste. Was? Was? Nein! 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 Mario! Mario curses you! No! Second place! Ah, no! Way! Come on! Nein! Englische Flüche! Oh, Mario! Wir sehen uns wieder! Wir sehen uns wieder! Next Cup sehen wir uns wieder! Aber jetzt gucken wir uns erstmal die tolle Serie an. Und hören uns wieder das Geplätter von Mario? Bowser? Ich weiß gar nicht, wer es plärt. Ich glaube, es plärt trotzdem Bowser, weil... Jetzt, wo der Spieler, der wichtige Spieler, ja, Zweiter wird, sieht man natürlich auch, wie man die Silberpokal überreicht bekommt. Das ist ja auch was. Leute, die das nicht kennen, die werden sich ja denken, hey, juhu, hat uns das doch mal gezeigt, dieser nette Typ. Ja, mach ich doch gern, Leute, bin ja nicht so. Haha, yeah. Jetzt könnt ihr euch nochmal anhören, wie der Bowser auch nicht mehr Rülpsern loslässt. Fertig mit diesem Cup. Congratulations! Na, da stehen. Ja, yeah. Und ich würde mal sagen, dann sehen wir uns nächste Runde. Zum Special Cup! Die ultimative Herausforderung. Bis dahin, euer McDonald's.